Greetings Leute, mein Name ist Alfs Acker, Momo zockt und ich darf euch herzlich begrüßen zu Let's Play Wizard 101 Part 10. Neue Aufnahmesession, wieder dabei ist der Lukas Zauberwolke aka Daniel. Moin Leute. Freut mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. So, ich würde mal sagen, heute groß und spannend, wir dürfen den Erntefürsten besiegen. Ja, ich war doch gerade jung. Aber ich würde mal sagen, das schaffen wir zu zweit. Ja. Na dann mal los. Ich bin ein bisschen erkältet, vielleicht hört man's. So ja. Typisch Herbst. Echt schlimm. So. Oder war ich zwischendurch? Das wird ein weiter Weg. Bei mir erinnert man mich nicht alles, oder doch? Dum, 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 dum. Ein weiter Weg. Was? So, ich sammle hier noch ein bisschen Mana und ein bisschen Leben. Hoffe, dass ich nicht irgendwie in den Kampf komme. Mal wieder, wie beim letzten Part die ganze Zeit. Ja, dann geh doch nur am Rand her. Ja, so. Ich. Weiter geht's. Was ist die Ernte für? Ach ja, stimmt. Das ist dieser Strohkopf. Oha, wie viele Faulfutter hier einfach mal rumrennen. Ja. Alter, krass. So. Oh, ja. Und ich habe ein Tutorial-Hinweis. Ja, ich auch. Ah, ich wurde in den Dungeon geschickt. Betreten, so. Ja, hatte ich gerade auch. Ja, das war gut. So, perfekt. Okay, ich schau mal kurz. Ja, ja. Ja, Kartenspiel sieht gut aus. Super. So. Oh, cool, schon gute Karten. Du nimmst wen? Schlüssel oder Dolch? Erstmal den Schlüssel, oder? Ja, erstmal den Erntefürst. Erstmal den Erntefürst. Ja. Aber das Faulfutter hat ja weniger Leben, von dem her. Ja, stimmt, dann lass mal den Faulfutter nehmen. Ja, dann greife ich gleich mal das Faulfutter an. Damit wir dann keine Schwierigkeiten mehr beim Erntefürst haben. Ich wollte vorhin noch sagen, guten Hunger. Ja, danke. Was gab's denn leckeres zu essen? Normal Fleischbrot. So, und den Wichtel. Dem. Oh, super. 90% Chance und ich verpatz natürlich. Das ist... Das habe ich noch nie gesehen. Ah, Zufall. Das Spiel ja. Hasst mich. Nee, den Sturmhalber habe ich wieder aufgestellt. Gut, Faulfutter stirb. Ich hoffe für das Faulfutter, dass es jetzt stirbt. Was? Ich glaub's nicht! Ja, wieder. Oh Mann! Also so langsam... Ja, breche ich das Projekt ab. Warum? Wenn ich, wenn ich die ganze Zeit verpatze, was... Das ist halt so. Ja klar, aber ich meine, gut. Probieren wir es anders. Probieren wir es nochmal. Ja, weil ich hab mir schon gedacht, dass wir ein Projekt... Nein, Projekt wird natürlich nicht abgebrochen. Aber ich habe immer noch nicht das Spielprinzip von Ellsworth verstanden. Ellsworth? Ah ja, da sollte ich auch mal wieder ein Part bringen. Ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Spiel sein soll. Das ist ein Sidescrolling MMO. Von dem her. Also ist ganz cool, auf jeden Fall. Lohnt sich anzufangen. Habe ich mal gespielt, war irgendwie langweilig. Langweilig, ich finde das mega cool. Was? Jetzt greifen schon mal mit den Vampiren. Öfter leben wird.
Ja, noch einen Sturm haben wir. Zack! 350. Und ich krieg jetzt wieder HP dazu. Schon wieder volle Leben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich bin ja auch die Schule, von dem her bekomme ich das auch irgendwie hin. Irgendwann, Stufe 16, wenn ich es richtig weiß. So. Ja. Na komm, dann mach ich mal einen Faustfutter. Hey, das wollte ich machen. Ich hab dir doch... Nein! Ja! Scheiße! Warum ich jetzt das Fisch? Scheiße. So. 210, ja. Das ist doch super, ich hab volle Leben. Ja, er ist tot. Und der Erntefürst ist besiegt, danke. Was krieg ich? Oh, ne Erntefürst, Goldkarte. Ne Erntefürst, Goldkarte. Ja, kann ich schenken. Ich hab nur einen Ghoul. Mann. Ich hoffe, wir zwei treffen uns einmal wieder. So, eine Tauschanfrage. Ah, so, ah ja, okay. Die bekomme ich auch noch. Nee, aber eine ähnliche, wenn ich es richtig weiß. So mit Stufe 42. Also es dauert noch eine Weile. Ja. Gut, dann rüste ich jetzt aber mal kurz meine ganzen Goldkarten aus. Das kann weg. Erntefürst kommt gleich mal rein. Rache der Natur kann auch rein. Und Minotaurus-Gehilfe. Ah ne, ist voll. Okay, dann würde ich mal sagen, zurück. Greetings Leute, ich darf euch willkommen zurück heißen. Mein Spiel ist gerade irgendwie abgestürzt. Das ist nicht so gut. Finde ich. Aber okay. Wir reden mit Susi Greifenritt. Ah, wir könnten eigentlich noch die Stöcke holen. Kurz. Die Stöcke in der Spukhöhle. Ja, dann komm, lass mal rein. Oh, jetzt bin ich in der... Wow, nein. Ach, verdammt. Du hast auch so Pech wie ich. Und ich hab nichts zu machen, ey. Scheiß die Wand da. Ah, fuck. Ich hab nur ein Faulfutter. Ja, jetzt habe ich... Ich nehme ein Faulfutter und der ist weg. Ey, das ist so scheiße. Erst komme ich in den Kampf und dann du. Ja, ich habe dich da hinten gesehen. Ja, ich sehe dich auch noch. Vor allem so kurz vor dieser blöden Spukhöhle, so Ghoul. Du ziehst mir nicht nochmal Leben, sondern ich ziehe jetzt dir Leben. Ja, ich nehme gerade Mythos-Zauber, ey. So, jetzt bin ich fertig. So, ich auch. Nein, ich guck mal zu. Und tot, schnell weg hier. Hey. Ja, sorry. Es geht gar nicht in meinen Videos, also nee. Nee. Auf keinen Fall. Das kann ich nicht tolerieren. Ich will mal. Wo bist du? So, ich lauf gerade zu den Stöcken. Was war das? Wolf oder? Ach so, da. Ne, das ist da beim Kraft-Nachtschatten, genau. Ja, ich weiß schon. Ich sehe dich aber gar nicht. Hä? Oh, oh. Ich teleportiere mich einfach zu dir. Ach, mehr Spaß. Und ja. Da war dabei Zeit sich, ey. Ich komme. Bist du jetzt im Kampf? Nein. Nein. So dumm bin ich jetzt nur noch nicht. Ja, wer weiß. Ja, ja. Nein, Spaß. So. Wir hatten, als das Spiel abgebracht ist, hatten wir eine kleine Diskussion über Beschreibungen. Ja. Oh nein, ich will nicht in den Dungeon. Du liest Beschreibungen, immer, egal wie lang sie sind. Ja. Das finde ich super. Und ihr sollt es auch machen. Das darfst du ihnen, meinen Zuschauern, gerne sagen. Lest die Beschreibungen. Weil wenn ihr die Beschreibung lest, dann könnt ihr auch rausbekommen, wie ihr mit mir zocken könnt, wie das der Daniel macht. Ja. Das hat er nur durch die Beschreibung gelernt. Ja. Oder nicht? Doch, hab ich. Also. Auch zu Bruno Raben, auch dem Müller, mal wieder. Ich hab so ein Déjà-vu, wir sind hier schon mal lang gelaufen. Ja, wo wir die Frau verteilen. Bekämpft haben in Part 8 und 9. Feldwachen, genau. Part 8 und 9. So. Rede mit Bruno Raben, auch dem Müller an dem Wasserfällen. Ich sehe dich gar nicht. So, da bist du. Ja, ich laufe ein bisschen schnell.
Ja, jetzt weckt es bei mir 9. Aber bei mir noch nicht. Also das ist auch ein Grund, warum der Part auch ein bisschen später kam. Erstens ja die Probleme mit dem PC. Des Weiteren war mein Aufnahmeprogramm jetzt, also es ist schon gut, aber mein PC ist einfach zu schlecht und es hat immer so geleckt und dann dachte ich, okay, das ist nicht nur irgendwie in dem Aufnahmeprogramm so, sondern es hat auch während der ganzen Aufnahme geleckt. Da ist es aber in Part 9 nicht so ist, das ist gut. Also bei mir leckt es nur so zwischendurch mal. Okay, so. Sonst ist es eigentlich noch flüssig. Also. Einmal mit Bruno Rabenaug. Aber das Genoste habe ich derzeit auch noch. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Hilfe. Weil so zwischendurch. Okay. Und ein Online-Shooter macht sehr viel Fun. Okay. Seit die Mühle zu und sich einer der Geister mit dem Schlüsselstein aus dem Staub gemacht hat, bitte vertreibe die Spukgehilfen, bis du den Schlüsselstein wiederfindest. Dann können wir nach dem alten Hilmer sehen. Lasst uns gehen zu Spukgehilfen. Aber erst reden wir mit Susi. Hast du gerade dieses Reiter gesehen? Welches? Das gerade am Teleporter rum. Nee, gerade nicht. Was war das? Weiß ich auch nicht, das sind neue. Ich bin ja derzeit auch nicht mehr so lange drauf gewesen. Okay. Ja, wir können ja mal schauen. Oh, eine Holzkiste. 9. Von den Kampf. Flügel. Nacht. Ja. Flammen. Pegasus. Eine Eule. Auerochse. Böenwolke. Ja, ich bin gerade im Kampf. Ja, man kann wieder Reittiere für Gold kaufen. Finde ich cool. Finde ich mega geil. Ist so viel. Für 80.000. 80k. Ja. Ja. Das ist voll okay. Ja, für dich. Ey, ich bin gerade mal Stufe 19. Ich bin gerade mal Stufe 8. Mit der Main Base 36, also. Ja, okay. Da ist. Ja, okay, aber. Ja, okay. Gut. Was wollte ich machen? Spukgehilfen besiegen. Genau. Dass ich einen Schlüsselstein holen. Wo bist du eigentlich gerade? Ja, ich bin hier noch oben bei Susi Ramau. Ah, okay. Ich bin oben. Aber hab schon einen Kampf gewonnen. Oh. Und ich habe gerade 2 einfach so kurz in einen Kampf geholt. Ach, da bist du. Ja. Leute, was bist du denn da? Mit neuer Einkleidung. Sieht irgendwie geil aus, finde ich. Ja. Lieber weiß und rot oder schwarz und weiß oder... Oder schwarz und rot? Von der Farbe her? Wow, 80. Besser jetzt nicht. Oh, das zieht ja viel. 70 bis 120. Ja. 125. Und du hast 80. Ich habe 80 Schaden gemacht. Super! Woo! Ist 110 Schaden zurück. So. Gut, ich hoffe jetzt mal, der Wichtel geht nicht schief. Das könnte nämlich echt. Ich bin der Ich bin der Meister. Ging nicht da. Stand, dass du keine. Ging nicht, da stand, dass du keine Freundschaftsanfrage. Ja, das ist ja auch immer scheiße. Ja, und jetzt macht er 120 Schaden, Mann. Der Wichtel. Ey. Ich glaub's nicht. So, vielen Dank. Bitte. Danke. Ja. Wollte ich gerade auch sagen. Also. Da 90. Schau, sogar eine Feuerkatze macht mehr Schaden. Aber eins habe ich echt mal beobachtet. Was? Also die meisten von Wizard 101, die Let's Plays machen, halb Deutsch, halb Englisch, und bei Nostra ist es nur Deutsch und Französisch. Also ich habe in Wizard 101 habe ich noch nie einen Engländer getroffen. Nein, die Let's Play. Ach so, ah ja, okay.
Habe ich mal so beobachtet. Ja, ich meine, auf Französisch. Ja, bei Nuss. Okay, krass. Oder Koreanisch war das. So, nach dem Kampf ist der Part schon wieder vorbei. Traurig, aber wahr. Ja. So, und jetzt aber. Na, dann muss ich ja nur fassen. Mach ihm Schaden, bitte. Oder als Sicherheit nehme ich nochmal so ein. Lol! Lol, mein Spiel ist einfach runtergegangen. So. Lol. Komm schon, Jack. Theresa. Bitte. 7, 6, 5, 4. Was macht der? Ich glaube, ich bin der Einzige mit Dings. Mach Escape und. Ja, da. Das ist super, dass du nicht kämpfen kannst, aber trotzdem irgendwie schreiben. So, das war's. Ja. Ich hab den Schlüsselstein bei so vielen nicht gefunden, okay. Ja, und ich hab ihn durchgefunden, ey. Gut, wir gehen mal hier raus. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Wizard 101. Bis dahin, ciao und haut rein. Willst du noch was sagen? Nö. Tschüss. Leute, du hast einen Stock. Also dann, ciao.